Die heutige Folge hat einen Sponsor, Blinkist. Würdest du gerne mehr lesen und lernen, aber dir fehlt einfach die Zeit dafür? Blinkist ist eine App, die ich selbst seit vielen Jahren benutze, wenn ich neue Ideen oder Inspiration suche. Und sie bringt dir die Kernaussagen von über 4000 Sachbuch-Bestsellern und auch von Wissenspodcasts in nur 15 Minuten bei, und zwar auf deinem Smartphone. Neueste Ratgeber gibt es genauso wie zeitlose Klassiker zu Psychologie, zum Beispiel Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung. Und meine aktuellen Lieblingstitel sind Wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen und Der wunderbare Weg von Scott Peck. Die Titel gibt es auf Deutsch und auf Englisch und jeden Monat kommen ungefähr 40 neue Titel hinzu. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von MyMonk Podcast. Auf blinkist.de/mymonk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst vorher 7 Tage lang alles ausgiebig testen. Ich buchstabiere es B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de/mymonk, MyMonk zusammengeschrieben. Viel Spaß beim Ausprobieren. Der MyMonk Podcast mit Tim Schlenzig. Grüß Gott, hallo, schön, dass du da bist. Heute ist noch jemand da, und zwar die Philosophin Dr. Rebecca Reinhardt. Die war schon mal zu Gast hier in Folge 160 und sie schreibt nicht nur Bestseller, sie hat auch jahrelang als philosophische Beraterin unter anderem gearbeitet mit sterbenskranken Menschen und solchen mit schweren psychischen Erkrankungen und also wirklich eine Menge zu sagen. Wir sprechen heute darüber, warum wir nicht nur mit dem Verstand denken sollten, sondern auch mit dem Herzen. Und wie wir uns wieder mehr aufs Leben einlassen können, so wie es ist und nicht nur so, wie es uns das Schwarz-Weiß-Denken und die Computeralgorithmen verkaufen wollen. Und ich steige direkt ein mit einem Zitat aus ihrem aktuellen Buch Wachdenken. Viel Spaß. Die Realität lösungsorientierter Menschen, die, wenn sie wissen wollen, ob es draußen regnet, ihre Wetter-App checken, anstatt aus dem Fenster zu schauen. Davon schreibst du. Und das klingt im ersten Moment klingt das wirklich schräg, aber ich finde mich da sehr selber darin wieder. Also ich benutze immer die Wetter-App, obwohl ich nicht im Keller lebe, was mir immer wieder Leute unterstellen. Und es ist sogar so weit gekommen, dass wenn ich mal aus dem Fenster schaue und irgendwie die Wolken sehe und vielleicht mich konzentriere und sogar die Windrichtung erkennen kann und dann so das Gefühl habe, jetzt könnte es in der nächsten halben Stunde regnen, dann fühle ich mich eigentlich wie so ein Schamane. Also es ist wirklich weit gekommen. Du prangerst an eine bestimmte Form von Vernunft oder Rationalität. Und du hast einen Satz gesagt, nicht die Dummheit sollte uns Sorgen bereiten, sondern die Verblödung der Vernunft. Was ist damit gemeint? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Tim, denn da ist wirklich ein ganz wichtiger, wenn auch subtiler Unterschied, ja, zwischen Blödheit, ja, Verblödung, Borniertheit und verblödeter Vernunft. Also wie der Begriff ja sagt, verblödete Vernunft setzt sich dieses Konglomerat, dieses Phänomen, das wir heute meiner Meinung nach sehr oft beobachten können, an uns selbst, aber auch an unseren Mitmenschen, setzt sich zusammen, einerseits aus Rationalität und andererseits eben aus so einer, ja, eben Verblödung, Verseichtung, Veroberflächlichung. Damit meine ich, ja, dass wir heute tendieren zu einer Denke, die sozusagen von der Rationalität, ja, wie wir sie eigentlich seit Aristoteles sozusagen schon in der Schule lernen, dass wir davon sozusagen nur noch die Basismodule behalten, ja, und der Rest landet auf dem Wertstoffhof. Also dieser ganze interessante Rest wie Hypothesen, Skepsis, mal auch Dinge hinterfragen, ja, einfach vor allen Dingen eben dieses selbstdenkende Moment, wo wir kritisch Fragen stellen, ja, das landet auf dem Wertstoffhof. Ja. Wir behalten nur die Basismodule und die verwenden wir aber eben leider, ist meiner Meinung nach, eben auf sehr oft ideologische Weise. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich wollte noch mal was zu der Wetter-App sagen. Es ist ja nicht irrational, da drauf zu schauen. Ich meine, die stimmt oft, zumindest was die nächsten 1-2 Stunden angeht. Und das ist dann auch eine genaue Zahl und so. Aber man muss halt auch ausblenden, dass es eigentlich doof ist, nicht selber aus dem Fenster zu schauen, um das so handhaben zu können. Richtig, ja. Also diese Wetter-App-Beispiel, es ist wunderbar, weil also mir geht es selber so, genauso wie du dich beschrieben hast. Es ist tatsächlich so, dass ich mich oft dabei ertappe, ich schaue auf die App, ja, und schaue raus und dann frage ich mich, wem kann ich mehr trauen, ja. Und das ist einfach schrecklich, ja. Dabei bin ich doch Philosophin und habe ein Buch geschrieben, eben gegen diese verblödete Vernunft, die ich auch
Computerlogik nenne. Also was ist das Schlechte, was ist auch das Ideologische möglicherweise daran? Das Schlimme ist eben, dass wenn wir eben uns nur sozusagen auf so eine Schrumpfform von Rationalität beschränken, und dafür finde ich, sind eben Apps und all diese ja, Möglichkeiten, die uns die schöne neue digitale Welt eben bieten, wir neigen dazu, zu binär zu denken, also zu sehr in diesem Entweder-Oder. Ja? Entweder es regnet oder es regnet nicht. Gut, der Himmel. Das meinst du mit Computerlogik? Ja. Das meinst du mit dieses Eins oder Null, ja oder Nein, das oder dieses? Ja, also das ist natürlich ein provokativer Begriff, und ich möchte auch gleich sagen, dass ich überhaupt nicht gegen Computer bin und überhaupt nicht gegen Digitalisierung. Im Gegenteil, was würden wir tun in Corona und auch Post-Corona ohne Digitalisierung? Wir könnten uns auch jetzt nicht unterhalten, wir könnten nichts machen, es ist schrecklich. Ja? Wunderbar, Digitalisierung hilft uns auch zu verbinden, aber sie hat eben auch was Trennendes. Ich meine, dass eben diese Computerlogik eine sehr sozusagen verblüffende Familienähnlichkeit aufweist, im metaphorischen Sinne, mit diesem binären 0 oder 1, ja? So auf dem eben auch Computersysteme funktionieren. Das heißt also, wir denken nur entweder oder, ja? Schwarz oder weiß, Mann oder Frau, Problem oder Lösung, Erfolg oder Scheitern. Und wohin führt uns das? Ja? Regen oder Sonne, ja? Beispiel Wetter-App. Wohin führt uns das? Das beschränkt uns. Das macht uns eng. Schau mal, wenn ich aus dem Fenster schaue und dann schon diese 0 oder 1 Voreinstellungen in meinem Hirn habe, ja, in meiner verblödeten Vernunft, dann achte ich auch nur drauf. Regnet es jetzt oder scheint die Sonne? Ja? Ich sehe nicht den Vogel, ja, der da auf einmal vorbeifliegt. Ich sehe kein grünes Blatt, ja. Ich sehe nicht vielleicht einen älteren Menschen, der gerade hinfällt, ja, der mich vielleicht daran erinnert, dass es vielleicht wichtig sein könnte. Oh, der ist hingefallen. Dann muss ich vielleicht kurz rausgehen und ihm helfen, ja. Und so weiter und so weiter, ja. Also Zufall, Überraschung, Lebensmöglichkeiten, die verschließe ich mir. Das ist eben meine zentrale These auch in dem Buch. Wenn ich zu sehr binär, zu sehr entweder oder, zu sehr computerlogisch denke. Was glaubst du, warum es so weit gekommen ist? Es ist diese Komplexität, dass wir uns nicht anders zu helfen wissen, als die Welt uns einfach zu machen? Oder warum stumpfen und verdumpfen wir so ab? Also ich bin wirklich, auch das möchte ich gleich sagen, überhaupt keine Kulturpessimistin. Wobei ich schon glaube, dass Kulturen in Wellen sich ereignen und dass wir jetzt gerade wieder in so einer Senkphase der Dekadenz befinden. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass alles immer schlimmer wird. Das auf keinen Fall. Ja? Also jetzt gerade auch, was unsere Denke betrifft. Ich glaube, es gab es immer schon. Dass Menschen, wann immer es unübersichtlich war, und jetzt ist es gerade wieder sehr unübersichtlich, ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht, in und nach Corona, wirtschaftlich, politisch, mit der Gesellschaft insgesamt, dann ist es natürlich sehr bequem, sich auf so einem manichäischen Weltbild auszuruhen. Das heißt eben, die Welt in schwarz oder weiß einzuteilen. Ich glaube halt nur, dass die Tatsache, dass wir alle heute, also ich weiß nicht, 99% der Menschheit, habe ich so das Gefühl, eben dieses Ding in der Hosentasche hat oder auch eben am Laptop den ganzen Tag arbeitet, wenn er oder sie einen Bürojob hat, dass es eben dazu verführt, noch stärker in so eine Binarität reinzukommen. Ganz einfach, weil auch Algorithmen so funktionieren, ganz einfach, weil eben auch das alles so wahnsinnig einfach ist, ja, erstmal so eine Voreinstellung zu haben, so ein Default-Mode, der uns einfach dazu verführt, nichts anderes zu sehen, kein drittes, kein viertes, kein 65. mehr als Alternative, neben Alternative 1 und 2. Und das eine ist dann natürlich richtig, ja, das ist dann unsere Meinung, unsere Sicht der Dinge, die Sicht der Leute, die wir favorisieren. Und das andere ist schlecht, das ist böse, das geht gar nicht. Oder ist schlimmstenfalls fake. Schlimmstenfalls fake. Also in deinem Buch Wachdenken heißt das, gehst du so ein paar Sachen durch, wo diese Computerlogik besonders präsent ist. Du hast selbst schon zum Teil gesagt, Problem oder Lösung, darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen. Dann und Erfolg oder Scheitern und Mann oder Frau. Und eben auch fake oder echt. Und wenn man sich so Reality-Shows anschaut, die meistens besetzt sind mit irgendwelchen Leuten, die mal vor 18 Jahren beim Bachelor waren, in der ersten Runde rausgeflogen sind und dann vor Wut auf den Teppich gepinkelt haben und so und damit einfach irgendwie dann Stand ein Bein reingekriegt haben in diese Tür, Fuß, die dann da wieder ausgegraben werden. Und da gibt es in diesen Shows fast nur ein Thema, wer ist fake und wer ist echt. Mehr gibt es da nicht.
Ja, also das ist auch wieder so ein Beispiel, das auch einen sehr interessanten Nebeneffekt zeigt von dieser Besessenheit, alles immer einzuteilen in echt oder fake. Das ist nämlich die Besessenheit mit der Authentizität, der sogenannten Authentizität. Und meine These auch in dem Buch ist es, eigentlich gibt es die nicht. Und ich glaube auch, wir sollten uns auch davon verabschieden, dass es das reine Echte gibt, gerade in dieser widersprüchlichen Welt. Auch auf Personen bezogen. Ja, also dahinter steht, es ist auch sehr persönlich, ja, meine These im Buch sind sehr persönlich, ja, weil ich bin ja auch eine Philosophin, die jetzt nicht nur sozusagen aus Büchern ihre Thesen destilliert und dann irgendwelche Konklusionen vollzieht, sondern mir ist es eben wichtig, ich beobachte, ja, und ich glaube, was mir sehr wichtig ist, wenn ich so durch die Welt gehe und wenn ich Menschen beobachte und wenn ich in Freundschaften mich bewege oder wenn ich höre, was Kolleginnen und Kollegen so erleben und sagen, worunter sie auch leiden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, so eine spielerische Haltung dem Leben gegenüber zu haben. Spielerische Haltung meine ich jetzt nicht in dem Sinne, ja, dass man irgendwie das Leben nicht ernst nimmt, im Gegenteil, aber dass man so ein bisschen so eine Leichtigkeit reinbringt, ja, Leggerezza, spielerische Leichtigkeit, ja, Schiller zum Beispiel war so einer, der das auch schon vor vielen Jahrhunderten vertreten hat, hilft uns einfach besser durchzukommen, uns selbst nicht zu ernst zu nehmen in unserer totalen Echtheit, die es meiner Meinung nach nicht gibt. Und der Gewehrsmann, den ich sozusagen in dem Kapitel über echt oder fake anführe, das ist jetzt wieder eine ganz andere Nummer, also nicht Schiller, sondern Andy Warhol. Weil ich glaube, ob man ihn mag oder nicht, ist auch völlig wurscht, ob man diesen Erfinder der Pop-Art schätzt oder nicht. Aber ich finde, er lehrt uns sehr Wichtiges über unsere Zeit. Ja, ich glaube, dass er im Grunde seines Herzens auch ein großer Ironiker war. Und das meine ich positiv. Ironie ist ja auch so eine Form von Humor, die fällt gerade uns Deutschen sehr schwer. Es ist eine paradoxieaffine Humor, eine Art des Humors. Es ist ein Humor, der eben Widersprüche, Gegensätze, aber auch das Ineinander, ja, von verschiedenen konträren Wirklichkeiten, würde ich jetzt nicht sagen, aber von konträren Phänomenen zulässt. Und dieses Ironische, wie er sich selbst inszeniert hat, ja, nämlich als authentisch, also diese authentische Selbstinszenierung, die wir faktisch heute in Social Media haben, die wir auch in solchen Formaten haben, die du beschrieben hast, ja, Post-Bachelor, ja, wer ist echt, wer ist fake, auch das ist ja wieder eine Form der Inszenierung. Und ich finde, man kann gar nicht anders, als damit spielerisch, ein bisschen ironisch umzugehen, wenn man da nicht untergehen will, ja, weil wenn ich jetzt verbissen nur versuche, echt zu sein, um Gottes Willen, also das ist mein Ende. Was passiert dann, wenn man das versuchen würde? Ich glaube, dann bin ich erst recht fake, ja, weil das ganze Zwischenmenschliche, das ist nie nur echt. Schau mal, dann gäbe es, also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ja, sowas zu haben wie Höflichkeit, wie Form, ja, auch wenn wir sprechen, ja, wir sind persönlich, natürlich, und wir antworten auch spontan, aber wir haben auch ein Formbewusstsein, ja, wir wissen, wir sagen jetzt gewisse Dinge nicht, um einander nicht zu beleidigen, auch wenn wir es vielleicht gerade möchten, ja, sondern diese Form, die ist auch ein Zeichen von Zivilisiertheit, glaube ich, und die ist halt nicht nur ganz authentisch im Menschlichen, sondern es ist eben sowas, ja, was mit Stil zu tun hat, was mit Ethik zu tun hat, es ist was Geformtes, und das ist, also ganz authentisch ist sehr oft das Rohe und das Brutale. Und das, also ehrlich gesagt, finde ich auch nicht so ganz gut. Ja, es gibt ja so Leute, die finde ich, also kann ich nur schwer aushalten, die sagen, ich sage einfach alles, was ich denke. Und wem es nicht passt, der soll halt weghören. So, ne? Das ist ja auch gerade jetzt im Zeitalter, das anscheinend authentisch eine Riesennummer. Damit kommt man auch relativ weit, zum Teil bei Social Media oder dann bei den... Yeah. Ja, Recycling-Sendungen. Ja. Warum ist diese Sehnsucht so groß? Ja, weil es eben so, ganz genau, die Sehnsucht ist gigantisch groß nach dem Echten, nach der Authentizität, weil sie eben so schwer oft, ja, zu erkennen ist, was uns sozusagen die Anteile an echten Menschen, die ich sozusagen noch sicher greifen kann in diesem riesigen Kosmos, wo Digitales und Analoges, ja, auf höchst
auch spannende, aber eben hybride Weise ineinander übergehen. Und dürfen wir nicht vergessen, bis vor kurzem noch einen total crazy amerikanischen Präsidenten gehabt. Ihr erinnert euch alle, du erinnerst dich, ja, den Typen mit der gelben Haartolle, ja. Das ist, also, man hat sich nicht an ihn gewöhnen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tim, ja. Aber der hat uns sozusagen gelehrt, ja, wie schrecklich es ist, wenn eben jemand sozusagen Authentizität nutzt, um daraus eine riesige und sehr, sehr mächtige Perversion, ja, zu zaubern und damit die ganze Welt zu betören oder zumindest zu schockieren und möglicherweise auch schreckliche Dinge anzurichten. Also ich weiß gar nicht, was alles noch passiert wäre, wenn das jetzt, wenn die Wahl jetzt anders ausgegangen wäre vor einiger Zeit. Aber diese Sehnsucht nach Authentizität ist natürlich auch oft für viele ein anderes Wort für Sehnsucht nach Einfachheit, ja. Sehnsucht wieder zu einer Rückkehr zu dem Natürlichen, also steckt ja auch das Wort Natur drin. Ich möchte Übersichtlichkeit, ich möchte Einfachheit, aber wir sind keine Kinder mehr. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Wir müssen in dieser Welt zurechtkommen und von dort aus, von dieser Position, wo wir stehen, das ist jedenfalls meine Überzeugung, das Beste, was wir tun können, machen, um eben ja diesen Planeten zu einem besseren zu machen, um selbstverständlich auch uns und die Welt in irgendeiner Weise zu retten. Aber ich glaube, dass da andere Methoden und Wege hinführen als die Besessenheit mit Authentizität. Welche denn? Liebe, Gegenwärtigkeit und eben die von mir schon so benannte Leichtigkeit. Für mich sind das wirklich die drei wichtigsten Tugenden, die wir heute brauchen. Liebe, damit meine ich jetzt, das meine ich jetzt nicht im Sozialkitsch-Sinne, ja. Ich glaube nicht, dass wir alle von uns verlangen können, jetzt die universelle Liebe zueinander zu entdecken. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir lieben lernen. Ja, lieben ist ja nicht etwas, das ich konsumieren kann, das ich mir irgendwo runterladen kann, sondern das ist eine Fähigkeit, wie ja auch schon Erich Fromm wusste, die ich aus mir heraus eben entwickeln kann. Und das ist wunderschön. Und ich kann nicht nur Menschen lieben und nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern ich kann jedes einzelne Event des Tages lieben. Ja, angefangen von lästigen E-Mails. Ich kann das liebend tun. Das ist so wichtig. Ja, damit fängt alles an. Und es ist wunderschön. Macht man das? Ja. Wie? Also die lästige E-Mail ist da. Ja. Und ich will einfach nur, dass es vorbei ist und ich lösche es oder keine Ahnung oder gehe einfach rein aus dem Zimmer raus. wie geht das denn, das liebend zu beantworten? Ja, das ist natürlich so eine typische Frage. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Die typisch ist ja für Computerlogik. Ja? Ich will jetzt sofort die Lösung für mein Problem. Mhm. Mein Problem ist, E-Mails zu beantworten von lästigen Menschen ist lästig, ja. Problem. Was ist die Lösung? Zack, zack. Ja. Nein, so geht es nicht. Ja. Lieben ist wie alles im Leben aus meiner Sicht, aus meiner angewandten philosophischen Sicht. Leben ist eine Übung. Lieben ist eine Übung. Und irgendwann verfestigt sich dieses Üben, ohne dass es starr wird, zu einer Haltung. Jetzt eine Haltung, die flexibel ist. Das kommt nicht von heute auf morgen, aber alles, was ich tue, mit Liebe machen, ja, das ist für mich das Wichtigste, wenn ich aufstehe, ja, und du kannst nur gewinnen, das ist das Tolle. Wo könnte man denn da ansetzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel übe, einen Ball zu treffen mit dem Fuß, ja, dann gibt es da einen Plan und dann weiß ich, ich muss mein Bein da ausholen und dann dagegen treten mit einem bestimmten Winkel, also das kann man schon üben, bis man halt kurze Zeit später, wie Messi das kann. Wie ist es denn jetzt mit dieser E-Mail? Also wo kann ich da zumindest mal anfangen, das liebend zu tun? Absolut. Also erstmal Stichwort experimentieren. Ja, wir haben ja ein Riesenproblem heutzutage in Deutschland als Innovationsstandort. Ja, wir wissen das da nicht so selbsternannten, genau, selbsternannter Innovationsstandort. Ganz genau. Und wir können aber anfangen, jeder Einzelne von uns diesen Innovationsstandort künftig jedenfalls ja wieder sozusagen zu sicher zu machen, weil alle Innovation beginnt mit dem Experiment und vor allen Dingen auch mit der Neugier, ja, ausprobieren. Jetzt schaue ich mal, das wäre so die Haltung, die dahinter steht, was ich meine. Jetzt schaue ich mal, wie ich eine Antwort finde, eine Antwortmöglichkeit finde, welchen Stil ich da finde, auf diese E-Mail zu antworten, ja, die mir Spaß macht und ich bin gespannt drauf, ja, wie dann mein
Gegenüber reagieren wird. Das ist ein unglaublicher kreativer Prozess. Und jeder, der auch nur ein Minimum, einen Funken hat an Spaß, am Kreativen, der wird nach und nach auch entdecken, was da alles für Überraschungen möglich sind. Also ich hatte jetzt gerade diese Woche eine Überraschung mit zwei Persönlichkeiten. Es waren auch zwei männliche Persönlichkeiten zufälligerweise, die wirklich durch sozusagen eine bestimmte Art von experimentellem Dialog sich als ganz anders erwiesen haben, ja, als dass ich jetzt durch meine meinetwegen starren, computerlogisch voreingestellten Vorurteile hätte das vermeiden können. Also man kann sehr viel machen durch dieses liebende Üben, ob das jetzt Mails sind, ob das Einkaufen ist, ja, Begegnungen mit Supermarktkassiererinnen kennen wir auch alle. Das ist, da bin ich, gehe ich beseelt wieder raus, ja, aus meinem Edeka. Also kann ich jedenfalls. Das hat dann wieder viel mit der Gegenwärtigkeit auch zu tun, wie du vorhin angesprochen hast. Und das wiederum hat genauso wie dieses Liebenlernen und dieses Nicht-Authentische, erinnert mich alles ein bisschen an den Buddhismus, wenn ich den richtig verstehe. Da ist ja auch so eine Kernaussage, ob ihr es hören wollt oder nicht, es gibt kein festes Ich. Das ist ein Konstrukt. So. Ja. Und dann ist es auch schwer, was Authentisches zu finden, außer den Moment. Ja, ja, sehr schön, sehr schöne Analogie. Ich glaube oder vielmehr ich weiß, es ist tatsächlich so, ja, dass gerade diese antiken Lebenskunstphilosophen wie die Stoiker, ja, die meine großen Vorbilder auch sind, ich bin ja auch eine Stoikerin, die haben tatsächlich sehr viele, auch da wieder Familienähnlichkeiten mit fernöstlichen Traditionen, ob das Buddhismus ist, ob das auch Taoismus ist. Taoismus ist ja auch eine Form der Weisheitslehre, eine gelebte Philosophie, auch eine spirituelle Lehre, die absolut konventionsfeindlich ist, feindlich gegenüber jeglicher Starrheit, wie auf seine Weise natürlich auch der Buddhismus. Diese Weisheitslehren, ob wir jetzt Stoizismus nehmen, Taoismus oder Buddhismus, muss man ja sagen, ja, die haben alle, also jetzt vom Westen aus betrachtet, in diesem großen, ja, alexandrinischen Weltreich sozusagen gleichzeitig sozusagen ja ihre Entstehungsstunde erlebt. Und es war halt auch eine Zeit, als da sich Wissenskulturen und Überzeugungen vermischt haben. Und man kann durchaus davon ausgehen, ja, dass diese großen Feldzüge auch Alexanders des Großen, da waren auch Philosophen dabei, also ich rede jetzt von den westlichen Philosophen, von den griechischen Philosophen, dass die durchaus auch Begegnungen hatten, schon mit Vorläufern auch von Buddhisten. Und insofern, die Quellenlage ist halt leider so schlecht, also was den Westen betrifft jedenfalls. Und es ist halt heute keine richtig gelebte Philosophie mehr, wie jetzt der Buddhismus oder auch der Taoismus, meinetwegen in China. Es ist halt, die Quellenlage ist schlecht, aber es ist schon sehr davon auszugehen, dass es da durchaus große Synergien gab. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Ja? Und deswegen eben Gegenwärtigkeit, Leichtigkeit, Liebe absolut wichtig und global wichtig. Weil du Alexander den Großen ansprichst, ich habe überhaupt keine Ahnung von Geschichte und von Geografie. Deswegen ist es jetzt vielleicht völlig sinnbefreit, was ich sage. Aber es gibt so eine kurze Geschichte, in der angeblich Alexander der Große bei einem der Feldzüge über die Berge, da was weiß ich, nach Indien oder so, ausströmt und sitzt da so eine Gruppe von Yogis auf der Straße. Ja. Und er will vorbei mit seinen Elefanten oder was auch immer er dabei hatte. Und da steht dieser Yogi, dieser eine bleibt dann noch sitzen und steht einfach nicht auf. Und dann kommt so ein so ein General von Alexander dem Großen, steigt ab und sagt, guck mal, du hast doch keine Ahnung, was das hier für ein Typ ist, der hat die ganze Welt besiegt. Was hast du schon erreicht? Und dann sagt der Yogi, ich habe das Verlangen besiegt, die Welt zu besiegen. Ja, schön, schön. Und dann hat angeblich Alexander der Große gesagt, wenn ich ein einziger sein könnte, außer mir selbst, dann wäre ich gern dieser Typ. Ja. Ja, es ist wirklich interessant, weil genau das Gleiche hätte auch ein Stoiker sagen können. Also es ist wirklich diese Konzentration ganz einfach auf den inneren Reichtum, der uns eben wirklich frei macht im echten Sinne. Freiheit im Sinne eben von Unabhängigkeit, ja, von dieser ganzen materiellen Welt. Und ich meine materiell jetzt auch im Sinne von Wirtschaft, Ökonomie, Geld, Zahlen. Ja, das ist eben das wirklich, was zählt. Und ich glaube, jeder von uns erkennt es auch. Vielleicht nicht, wenn er ganz jung ist oder wenn er, sagen wir mal, mittelklassemäßig in relativ gesättelten Verhältnissen aufwächst. Aber das Vergehen der Zeit, ja, das schiere Vergehen der Zeit, die ja immer auch unsere Lebenszeit ist, die macht uns deutlich, ja, je älter wir werden, das beobachte ich natürlich auch bei mir und bei meinem Umfeld, aber auch bei älteren Leuten, teilweise auch bei Jüngeren, macht uns mehr und mehr die Fragilität unserer Existenz, also dieser Existenz jedenfalls, deutlich. Und
lehrt uns wirklich Demut und deswegen höre ich nie auf zu hoffen und ich hoffe immer, ja, dass jetzt die Pandemie in dem Fall, dass auch natürlich der Klimawandel und so weiter, dass das lauter große Menschheitschancen auch sind, wo wir immer wieder sozusagen eine Umkehr machen können und immer wieder versuchen können, ja, aus unserer Borniertheit, unserer verblödeten Vernunft, ja, unserem Schwarz-Weiß, unserem ganzen Hass, ja, es gibt viel zu viel Hass, ja, viel zu viele Vorurteile, dass wir da einfach rauskommen. Und wir haben ja schon alles, was wir brauchen. Ja? Es ist halt furchtbar, wir vergessen es allein. Ja, und stattdessen sind wir auch da so gefangen, kann ich mich auch nicht ganz von frei. Ich auch nicht. Und auch da so eine Computerlogik des Erfolgs, von der Absolut. Du auch schreibst. Dieses entweder du hast Erfolg und das bedeutet dann bestimmte Dinge oder du bist einfach ein Loser. Eins von beiden gibt es nur. Entweder viele Follower und viel Geld oder keine Follower und kein Geld oder einfach nur kein Geld und dann ist man ein Loser. Ja, naja, das ist, also ich nenne das auch in dem Buch den Erfolgsheroismus, ja, Erfolgsheroismus 4.0, eben deswegen, weil ich glaube, dass unser Erfolgskonzept heute mehr denn je, auch in digitalen Zeiten, wo alles noch sich mehr verschleunigt, ja, wo wir auch immer mehr so Zombie-Firmen haben, die ja Erfolg eigentlich nur so vorgaukeln, zum Beispiel auf so Plattformen wie LinkedIn oder so. Niemand prüft die Bilanzen, ja, alle sind super erfolgreich, weil eben niemand zugeben darf, dass er nicht ganz so toll ist, sondern vielleicht Mittelmaß. Mittelmaß gibt es nicht, entweder oder, wie du sagst. Ja. Also ich glaube, dass dieser Art von Erfolgs, müssen oder Erfolgsdenke sehr stark geprägt ist von einem ganz, ganz alten Heroismus, vom antiken Heroismus, der eben immer sozusagen Mensch gegen Welt setzt. Das ist auch eine sehr männlich geprägte Ideologie, würde ich meinen, wo es immer darum geht, ja, ich muss die Welt erobern und ich muss das mit Brutalität machen, mit großer Anstrengung. Das ist alles ein Kampf, ja, aber am Ende werde ich obsiegen. Und wenn ich nicht obsiege, ja, dann bin ich halt leider ein Loser. Und ein Gegenentwurf wäre eben nicht ich gegen die Welt, sondern ich als Teil der Welt. Und ist das auch die Antwort auf eine Frage, die ich dann hätte, was kann man denn tun, wenn man keinen äußeren Erfolg hat oder nicht den man angeblich braucht oder den man von sich irgendwo erwartet? Wenn man diesen Erfolg nicht hat, wie schafft man es dann, sich nicht automatisch als Loser zu fühlen in dieser Welt? Also auch da ist es ganz bestimmt immer die Art und Weise, wie man lebt, ja? Mit wem ich mich umgebe, mit welchen Menschen. Und auch da, also es hört sich jetzt an, als würden wir über kleine Kinder reden, aber Menschen, auch erwachsene Menschen, die schon über 18 sind, so wie wir, verhalten sich oft wie kleine Kinder. Deswegen muss ich das so sagen, auch da hängt es davon ab, wie wir mit unseren elektronischen Geräten umgehen. Also ich denke, eigentlich bräuchte es auch so eine Kindersicherung für Erwachsene. Also sprich, wenn ich durch den ganzen Tag auf Social Media abhänge, ja, und nur immer mich vergleiche, und zwar nach oben vergleiche, wir hatten zahlenmäßig aussehensmäßig, reputations- und imagemäßig vermeintlich mehr Erfolg, ja, dann sozusagen höre ich auf, selbst zu denken. Dann höre ich auch auf, zu fühlen und zu lieben. Das ist schlecht. Also erstmal überlegen, wie lebe ich denn einfach, ja? Und dann eben ist es eben wichtig, wie gesagt, im Sinne von, glaube ich, ja, im Sinne von Gegenwärtigkeit, Leichtigkeit, Liebe, jetzt erstmal zu entdecken, also wer bin ich, wie möchte ich leben in dieser Welt und wie kann ich eigentlich mehr in Resonanz treten? Auch das, da bin ich sehr geprägt in dem Kapitel vom Taoismus. Ja, ich liebe den Taoismus. Dieses Gefühl, ja, es ist immer so ein ewiges Fließen. Auch da gibt es im Westen ein Pendant, nämlich Heraklit, ja, alles fließt, ja, das ewige Fließen haben wir auch im Buddhismus. Also aus Erfolg wird Niederlage, aber aus Niederlage wird wieder Erfolg. Ja? Aus Leben wird Tod, aber aus Tod kommt wieder neues Leben. Also erstmal so ein Bewusstsein in sich einfach auch zu stärken, dass eh alles fließt und eh alles sich immer verändert. Und wenn ich jetzt aber sage, ja, ich mache es jetzt wie alle anderen, ja, wie alle anderen in meiner Facebook-Blase oder in meiner Feedback-Schleife, ja, die mich permanent beklatschen oder aber Daumen nach unten zeigen, je nachdem, wie ich lebe, also dann werde ich da mich nicht befreien können, sondern es ist auch da wichtig zu schauen, was ist denn eigentlich so mein eigener innerer Reichtum? Was kann ich an innerem Reichtum, diesen Erfolgsheroismus, dieser Ideologie der Zahlen entgegensetzen? Und
Wofür lebe ich denn wirklich? Also wofür bin ich denn überhaupt da auf dem Planeten? Ist nicht Mittelmaß eigentlich super? Ja, ist es nicht eigentlich toll, ja, ein Hausschwein zu haben, auf einem Bein springen zu können? Ist es nicht viel toller, wie wenn ich sage, oh toll, ich kann Kichererbsen-Curry selbst zubereiten und mich kunstvoll auf der Yogamatte verrenken, aber ich muss das alles abfotografieren und mich positionieren. Also wie gehe ich um mit der Art und Weise zu leben? Um zum Beispiel raus aus diesem ewigen Kampf zu kommen, der das ja bedeutet, erfolgreich sein zu müssen und sich darstellen zu müssen. Ich mache mich doch fertig. Ich mache mich doch fertig. Also zu Zeiten von Benjamin Franklin, sagen wir mal so dem Begründer eigentlich auch so des modernen Erfolgsstrebens und letzten Endes auch des Begründers der modernen Selbsthilfe-Literatur. Also Benjamin Franklin hat ja im 18. Jahrhundert diese berühmte Autobiografie geschrieben. Er ist auf jeder Dollarnote ja immer noch abgebildet. Zu seinen Zeiten war wirklich Ambition noch verbunden mit bestimmten auch ethischen Tugenden. Mhm. Ja, dass man eben auch was zurückgibt an die Gesellschaft und dass man was Gutes schafft auch für andere und nicht nur für uns. Ja, heute ist Ambition eigentlich nur ein schönes Wort für Burnout, ja, weil wenn ich immer in dieser einschichtigen Entweder-Oder-Schiene weitermache, ja, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also das ist der sichere Weg zum Ende. Vor allen Dingen, mein Leben rast vorbei. Was habe ich denn vom Leben? Was erinnere ich denn? Das ist auch eine ganz wichtige Frage immer an uns selbst. An was erinnere ich mich von letztem Jahr, von gestern? Weiß ich noch, was ich gefrühstückt habe? Weiß ich überhaupt noch, was passiert ist überhaupt? Habe ich überhaupt gelebt? Ja, furchtbar. Nein, also die Frage, brauche ich immer mehr? Brauchen wir immer mehr? Was ist Wachstum wirklich? Was sollte es sein? Ja, das sind so Fragen, die, also Hausaufgabe für jeden. Also auch, wie gesagt, ich möchte mich da nicht ausschließen. Benjamin Franklin hatte, glaube ich, so eine Liste mit 15 oder 18 Tugenden oder sowas. Und dann hat er jede Woche sich eine Tugend vorgenommen, an der er arbeiten würde. Zum Beispiel Höflichkeit, hast du vor uns angesprochen. Oder vielleicht auch doch mal Fleiß als eines von 18, nicht als 18 von 18 Komponenten. Und dann hat er eine Woche so gelebt, um diese eine Qualität in sich zu stärken und da vielleicht inneren Reichtum aufzubauen. Ja, nee, also ich finde das toll, weil auch das hat was sehr Stoisches, was sehr Weises, einfach in dem Sinne, ja, es geht ums Üben, ja, es geht um eine Art von Vervollkommnung, nicht in dem Sinne, wie wir heute von Perfektionismus oder Selbstoptimierung reden, schreckliches Wort, sondern es geht um eine Art menschliche Vervollkommnung, um eine bessere Humanität. Und wir können nur bei uns selber anfangen. Es ist unmöglich, andere Leute zu ändern. Aber wenn wir unsere eigene Haltung ändern, wenn wir eben liebend, gegenwärtig, mit Leichtigkeit in die Welt geben, dann passiert so viel Erstaunliches. Dann treffen wir plötzlich auf ganz überraschende Resonanz von anderen. Dann scheint es sehr oft so, als hätten die anderen nur darauf gewartet, ja, dass endlich eine oder einer sich so verhält, dass sie sich auch selber trauen, sich zu öffnen. Viele, viele Leute, ja, gerade auch die so authentizitätsbesessen sind, die trauen sich einfach nicht, auch mal ihre Verletzlichkeit zu zeigen, ihre Gefühle zu zeigen. Und wenn sie es tun, ja, dann wird es auch gleich wieder vermarktet, ja, auf Insta. Oh, ich bin so vulnerable. Ja. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wirklich auch zu sagen, ja, ich bin mal fake, ja, weil ich einfach auch mal vielleicht höflich sein will. Oder ich bin mal fake, weil ich mal bestimmte Dinge einfach nicht zugeben will, die ich vielleicht verbrochen habe. Aber es ist doch auch schön, es ist doch auch menschlich. Also ich bin doch human und einander die Menschlichkeit zu zeigen, das ist nie verkehrt, glaube ich. Erzähl mir noch was, weil du den jetzt zweimal angesprochen hast, vom Taoismus und vielleicht vor allem von dem Begriff des Wu Wei. Ich will gar nichts weiter dazu sagen. Sag du mal was dazu, bitte. Wu Wei, ganz toll. Kann jeder brauchen. Wu Wei heißt übersetzt nicht tun. Nicht für zu verwechseln mit nichts tun. Und zwar heißt es nicht tun in dem Sinne, dass man etwas nicht tun, sodass nichts ungetan bleiben möge. Ich wiederhole, Wu Wei heißt nicht tun, sodass nichts ungetan bleiben
möge. Das ist eine absolut auch wiederum sehr paradoxe Formulierung. Ja, muss man erstmal ein bisschen Hirnschmalz anstrengen. Aber es geht auch gar nicht darum, das intellektuell zu verstehen. Es geht darum, tatsächlich es zu tun oder vielmehr nicht zu tun. Also was mit Wu Wei gemeint ist, ich tue immer nur etwas so lange, ja, wie es mich nicht anstrengt, wie ich sozusagen den Lauf der Natur nicht störe, wie ich nicht interveniere auf brutale Weise mit der Natur, mit dem Lauf der Dinge, mit anderen Menschen und auch der Situation, die gerade in dem Moment, in dem ich im Begriffe bin, ja, sozusagen diese Situation zu vergewaltigen, sich schon wieder am Entwickeln und sich schon wieder am Verändern begriffen ist. Wu Wei stammt von Laozi, ja, ganz berühmterweise natürlich, ist also eine der ältesten sozusagen Mantras, populär ausgedrückt, des Taoismus. Und ich glaube, gerade in der heutigen Welt ist das eine ganz, ganz wichtige Form des Handelns, weil Wu Wei, finden wir übrigens auch in den großen asiatischen Kampfarten wie Tai Chi, heißt ganz einfach, dass ich sozusagen nicht selber erstmal Kraftanstrengungen mache, Troubleshooting betreibe, versuche etwas zu besiegen, erfolgreicherweise, sondern ich schaue an, wie ist die Situation oder auch, wie ist sozusagen die Kraft, die Elan, der Elan meines vermeintlichen Gegners, um dann eben den Schwung der Situation, das Potenzial der Situation, das Potenzial auch meines Gegners an Energie, ja, siehe Tai Chi zum Beispiel, aufzunehmen und damit mitzuschwingen, mitzusurfen und so eben auf organische Weise Wandel zu bewirken. Auch eine Veränderung, die nicht nur für mich gut ist, sondern eben für die Welt insgesamt. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar. Mhm. Ich denke da sofort an meine Arbeitsweise, die ich ein paar Jahre hatte, nämlich mich wirklich da durchzuprügeln und zu sagen, nein, Hustle-Porn, Hustle, 10 Stunden Tag Minimum, du hast so große Ziele und so weiter, es ist nun mal anstrengend. Und wirklich gegen, also mich selbst da eigentlich gearbeitet habe. Ja. Kennen wir alle. Das war sehr, sehr anstrengend und das war wirklich ein Kampf. Ja. Ich habe die Muster noch, die kommen ab und zu wieder, ich erkenne sie inzwischen ein bisschen schneller. Ich schaffe es etwas leichter auszusteigen und trotzdem, wenn man das nicht gewohnt ist, kommt dann ganz schnell die Sorge, oh Gott, wenn ich mich nicht mehr zwinge zum Arbeiten, wenn ich versuche mehr in den Fluss, mit dem Fluss zu gehen, spült der Fluss mich dann vielleicht einfach auf irgendeine Müllhalde, kriege ich dann gar nichts mehr gebacken, sitze ich dann nur noch auf dem Sofa. Ja, nein, eben deswegen, ja, ist es immer so ein bisschen wichtig, so dieser leicht ironische Blick auf einen selbst. Also ich kenne das so gut, ja, Tim, was du sagst. Und ich meine, das kennen wir alle und ich bin auch so. Ja, ich bin auch eine unverbesserliche Perfektionistin, jetzt im erfolgsheroischen Sinne, absolut. Ja. Aber das Schöne ist, ich bin halt auch ein Mensch. Ja, und man kann immer wieder lachen über sich und man kann immer wieder sagen, ja, jetzt, was bringt das? Ja, ich bin fix und fertig und am Ende ist es besser, auch wenn ich prokrastiniere oder wenn ich mal aufschiebe, weil lustigerweise, ja, das kennst du sicher auch, Tim, das kennen sicherlich alle irgendwie, je mehr ich mich verbeiße, desto unkreativer und letzten Endes auch ineffizienter werde ich. Während wenn ich mal loslasse und mal ein bisschen abwarte und vielleicht mich mit was völlig anderem beschäftige, vielleicht sogar ein kleines Schläfchen einlege, plötzlich fliegen die Gedanken wieder, ja, plötzlich habe ich auch wieder meine liebende Haltung und dann fließt das alles tatsächlich buchstäblich wie von selbst, ja. Also das ist so ein bisschen auch das Geheimnis des Lebens und bis wir das alles so ein bisschen raus haben, der Dreh können durchaus schon mal Jahre und Jahrzehnte vergehen, aber ich sage mal, es ist nie zu spät. Also der Klassiker ist bei mir so, ich arbeite ein Wochenende durch oder habe das durchgearbeitet, um mehr zu schaffen und dann bin ich aber so K.O. gewesen, dass ich die gesamte nächste Woche nicht mehr arbeiten konnte. Und das hat, die Rechnung geht halt einfach nicht auf. Man kann sich nicht unendlich dazu zwingen und prügeln. Mhm. Und ich habe irgendwie neulich was gehört, das fand ich ganz cool. Man soll an einem Tag nur so viel machen, dass man sich an diesem selben Tag noch davon erholen kann. Sehr schön, sehr schön. Absolut. Und ich glaube, das wird irgendwie meine Leitlinie jetzt irgendwie werden. Absolut wichtig. Und ich denke, wir dürfen nie vergessen, ja, das Leben ist kostbar, das Leben ist fragil. Und wir sind halt auch, das ist halt auch so auch ein bisschen dieser Jugendwahn unserer Zeit. Ja, wir tragen alle Kapuzenpullis, bis wir 90 sind. Aber wir sind halt nicht alle, wir werden noch nicht 200. Ja, also noch ist die transhumanistische Revolution nicht erfolgt. Ich hoffe, sie erfolgt auch nicht. Wir sind sterblich und wir müssen ein bisschen auch auf uns aufpassen, weil sonst können wir auch auf andere nicht aufpassen. Was auch damit
zusammenhängt, vielleicht noch zum Schluss als letztes Beispiel und ja, mit dem Erfolgsthema auch irgendwo zusammenhängen und mit dem Kopf durch die Wand, das Thema Probleme. Ich habe schon wirklich immer ein Problem mit Problemen gehabt, die nerven mich einfach unfassbar. Und ich glaube, die nerven mich deshalb, weil ich davon ausgehe, dass ich sofort alles lösen müsste, was da als Problem da liegt. Ja. Muss man aber nicht, oder? Nee, also erstmal erste wichtige Erkenntnis, auch da wieder, ja, typische computerlogische Voreinstellung, entweder Problem oder Lösung. Wenn ich keine Lösung finde, und zwar ASAP, jetzt sofort, möglichst gestern als heute, dann habe ich ein Problem. Ja? Also es ist kurios. Aber so ticken wir. Ja? Und dieses übersteigerte Problembewusstsein, gerade auch des modernen deutschen Menschen, ja, es ist so kurios, dass man eigentlich nur noch lachen kann. Ich nehme mich aber natürlich auch da wieder nicht selber aus. Also man muss einfach akzeptieren, es gibt mehr Probleme im Leben, jetzt mal betrachtet über die ganze Spanne einer menschlichen Existenz hinweg betrachtet, die man eben nicht lösen kann. Ja, Probleme, die deswegen, weil es keine Lösung für sie gibt, auch gar nicht als Probleme, finde ich, bezeichnet werden sollen, sondern einfach als Gegebenheiten, ja, Conditio Humana, das ist die Gegebenheit menschlichen Lebens, ja, dass wir einfach, diese Welt ist nicht vollkommen und sie ist nicht da, um gelöst zu werden und die Existenz ist nicht da, um gelöst zu werden, ja. Wenn wir überall ein grünes Häkchen hintersetzen können, wenn wir unseren 90. Geburtstag irgendwann feiern, ja, dann haben wir vielleicht, meinen wir vielleicht, irgendwelche Probleme gelöst zu haben, die wir aus unserer eigenen bornierten Sicht als Probleme gelöst haben. Aber wir haben unser Leben verloren. Und das ist dann das eigentliche Problem, glaube ich. Fallen dir spontan Probleme ein, die eigentlich gar keine sind, wo wir aber ganz oft denken, das wäre eins, was wir lösen müssten? Ich glaube tatsächlich als allererstes der Tod, weil das ist so ein großes Problem, in Anführungsstrichen, dass wenn wir versuchen, und ich glaube, wir versuchen eigentlich, weil wir auch so auf Vorsicht konditioniert sind und so auf Sicherheit und auf Risikoausschaltungsdenke, also wenn wir da versuchen, dem anzugehen durch Sport, ja, und durch irgendwelche Fitness-Apps und durch möglichst viele Präventionen, dann können wir nur verlieren. Also ich habe gerade gesagt, ja, wir müssen auf uns aufpassen. Es ist wichtig, weil das Leben kostbar ist. Aber genauso wichtig ist eben die Anerkenntnis der Tatsache, dass der Tod zum Leben gehört und dass er eben deswegen kein Problem ist, sondern er gehört dazu und er macht ja dieses Leben erst kostbar. Und deswegen ist eigentlich sozusagen der Tod sozusagen das größte Problem und die größte Angst oft auch, die sozusagen er in uns auslöst, eigentlich das schönste Geschenk, weil letzten Endes halt auch der beste Motivator für ein gelebtes Leben und ja, für Dankbarkeit, für Demut, für all diese schönen Dinge, die eigentlich dieses Leben kostbar machen, eben Liebe. Also auch bewusst dran denken, nicht nur, also es reicht nicht mal, das nicht wegzuschieben, den Tod, ja, sondern vielleicht ist es sogar wichtig, bewusst dran zu denken. Unbedingt. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man das tut. Ja, viele Leute haben ja entdeckt, also auch mehr und mehr, ich glaube, was ich so gehört habe, gerade jetzt auch, als jetzt die Pandemiezeiten schlimm waren und man einfach nichts Sinnvolles machen konnte, dann haben sie sich angemeldet oder sind jetzt schon dabei, eine Ausbildung zu machen, eben als Sterbebegleiter, als Hospizhelfer, Ehrenamtlicher und solche Sachen finde ich super. Ja, ich habe ja selbst auch länger in der Onkologie mit Sterbenden philosophiert und das ist ein unendlicher Reichtum, da wirklich im Miteinandersein, ja, gemeinsam, ja, zu entdecken, wir müssen alle sterben, ja, aber es macht nichts. Also es soll jetzt nicht zynisch klingen, sondern im Gegenteil, es soll einfach nur akzeptierend sein, ja. Es macht nichts, weil wir können einander auch lieben. Und ich glaube ganz sicher, und ich weiß es auch, ja, Menschen, die sterben, das hat jeder erfahren, die sind tot, aber sie sind trotzdem da und die Liebe geht weiter. Und ich glaube, wir lernen auch erst, was es heißt zu lieben, jetzt als Tätigkeit, wenn wir erfahren, ja, was wirklich Tod bedeutet und was Sterben bedeutet. Weil so ist es, ja. Und wir wissen nicht, woher wir kommen, wohin wir gehen, ja. Und es ist alles absolut mysteriös, aber dazwischen ist das Leben und das ist kostbar und es ist spannend, ja, wie ein Krimi, finde ich jedenfalls. Und darum sollte es gehen, das zu leben und auszukosten. Keanu Reeves, der seine Frau verloren hatte,
wurde in irgendeiner Talkshow gefragt, was er denn glaubt, was nach dem Tod passiert. Mhm. Und hat er gesagt, ich weiß, was passiert. Die Menschen, die noch da sind, werden einen vermissen. Mhm. Und das fasst es, glaube ich, ziemlich gut zusammen, worum es auch gehen kann im Leben. Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich glaube, viel, viel schöner als mit dem Tod können wir hier nicht aufhören bei dem Gespräch. Magst du den Hörern noch erzählen, wo die mehr hören, erfahren, lesen können von dir, vielleicht auch nochmal den Buchtitel nennen? Genau, also das Buch, um das es ging, das heißt Wachdenken für einen zeitgemäßen Vernunftgebrauch. Das ist bei der Edition Körber erschienen, kann man überall bestellen. Und ansonsten, ja, einfach Rebecca Reinhardt googeln auf meiner Homepage, auch in den sozialen Medien. Ich bin auch auf den sozialen Medien, kann man sich natürlich auch finden, aktuelle Sachen. Und ich mache auch seit einem Jahr auch einen Podcast, allerdings ganz andere Art, wie dein schöner Podcast, Tim. Es ist eher ein Podcast, der Wissensvermittlung, also Wissenschaftsvermittlung gilt. Ein Sachbuch-Podcast mache ich für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, der heißt Was sagen Sie dazu? Ja, auf Spotify und alle gängigen Kanäle einfach mal reinhören. Also ich finde es schön, jetzt gerade auch in diesen Zeiten, wo wir alle nicht raus konnten, und sicherlich wird es auch bleiben, dass diese neue Oralität des Internets uns bleibt, diese neue Mündlichkeit. Ich finde es eine schöne Art und Weise, wirklich habe ich entdeckt, und du empfindest es hier genauso, Tim, in Resonanz zu treten, weil wir vorhin auch über Resonanz gesprochen haben, stimmlich, ja, mit anderen Menschen oder auch über einen Schirm, es funktioniert. Weil ich finde, Stimme ist wirklich eine sehr, also ist eigentlich der höchste Ausdruck oder der aussagekräftigste, vielleicht sogar auch der halb authentischste Ausdruck, den wir von einer Person haben können. Und ein schönes Gespräch ist immer ein Geschenk, finde ich. Danke. Und so war das jetzt. Aber bevor ich jetzt gleich auflege, darf ich noch ganz indiskret fragen, ob du vielleicht gerade ein neues Buch schreibst? Oh ja, richtig. Mal schreibe ich aus. Und es erscheint aus, alles unter Dach und Fach, der Vertrag. Okay. Erscheint nächstes Jahr, Erscheinungsdatum ist noch nicht ganz klar. Ich kann aber schon mal ein bisschen sozusagen teasen, Foresharing betreiben. Es ist ein feministisches Buch. Es ist ein knalliges Buch, auch ein bisschen ein wütendes Buch. Aber wie es meine Art ist, auch ein sehr liebevolles Buch. Ja, also freut euch drauf. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, Tim. Das war der MyMonk-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie heute mit jemandem teilst, dem sie auch helfen könnte. Außerdem würde ich sehr, sehr gern deine Gedanken hören, was du am meisten mochtest an dieser Folge oder was dich am meisten davon beschäftigt hat. Und dazu kannst du mir deine ehrliche Rezension bei Apple Podcast dalassen. Und falls es dein erstes Mal war mit dem MyMonk-Podcast, dann herzlich willkommen. Wenn du jede Woche inspiriert werden willst, ganz ohne Chaka und ohne Feenstaub und Dinge lernen, die dich weiterbringen, dann abonniere am besten gleich mal den Podcast bei Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder wo auch immer. Mehr Inspiration, Gedanken und auch ein paar Einblicke in mein Leben als Influencer bekommst du, auch wenn du MyMonk bei Instagram folgst, einfach mal nach MyMonk suchen dort. Da kannst du auch sehr gut mit mir in Kontakt treten über Instagram. Und wenn du gerade einen großen Traum hast, der sich so groß anfühlt, dass du ihn allein nicht erreichen kannst, dann könnte das MyMonk Mentoring was für dich sein, wo ich Menschen 1:1 begleite, vor allem wenn es um das Thema Online-Business geht, weil ich einfach viele Jahre Erfahrung habe durch den Aufbau von MyMonk mit mehreren 100.000 Followern, vielen Millionen Mal runtergeladenen Podcasts, noch mehr Millionen Mal gelesenen Blogtexten und so weiter. Wenn dich das interessiert, findest du alle Infos dazu auf mymonk.de/mentoring. So, das war's von mir. Hab einen schönen Tag oder noch besser, mach dir einen schönen Tag. Bis bald, ciao.